Erstmal auf zu Penny. Die Mucke eben hat mir gefallen. What the fuck? Kann ich hier nicht eben noch die ganzen toten Cops? Und wieso kann ich jetzt wieder laufen? Hey, ich bin frei. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Das ist wieder geil, ne? So eine schöne Filmsequenz, wo man zugucken kann. Hey, sehr von Psycho. Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber. Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich. Scheiße, wir können nicht mehr zurück. Ja, das hat mich auch gerade gewundert, Mark. Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Ja. Gut, gut, gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut, 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 gut. Boah, Leute. Gut. Fallen! Was ist mit ihm denn?
Vielleicht, wie geht's denn jetzt weiter? Achso. Ah, Ranjiv. Moin, moin. What the fuck? Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinde gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelte Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Oh, was ist das denn? Hallo? Jemand da? Sind wir wach? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Wenn Sie sich nicht eintragen, dann können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Hier entlang, bitte. Riecht wie Medizin. Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Bitte, setzen Sie sich. Ja, was soll das? Was ist denn jetzt los? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Nein! Stopp! So, sehen Sie? Schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie wieder?
warte auf sie. What the fuck? Nacht vor der Lage, schlaf schön. Oh Mann. Scheiße. Was zur Hölle geht hier vor? Wo bin ich? Kidman, wo bist du? Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt, aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Okay. Connolly. Inventar öffnen. Muss ich drücken? Ah, okay. Na, alles klar. Kein Problem. Hashtag sehr geil. Schlaf schön, Afterly. Gute Nacht, Safety, schlaf schön. Okay. Ah.
Connolly. Ist er jetzt tot? Ich glaube ja. Das wollte ich nicht. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Nicht gut? Verdammt nochmal. Das wollte ich nicht. Das war vielleicht ein kleines Stückchen zu viel. Leslie, oder? Ich bin Polizist. Okay, alles klar. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Nähere dich am Boden liegenden Gegner und drücke B, um ihn zu verbrennen. Zu vernichten. Ich brauche einen Streichholz, wenn die gleichen Gegner nicht genug. Was? Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge. Thank you.
Ein Buch. Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Endlich habe ich mein Goldabzeichen. Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten. Als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich mich nach auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen. Und zur Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Oh, Scheiße! Wir sind in der Klinik. Was? Schon wieder hier. Ich verliere den Verstand. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Geht es Ihnen nicht gut? Was ist denn jetzt los? Maximale Sprintdauer. Lebensanzeige, Stufe 1. Spritzenwirkung. Nahkampfschaden. Verstehe, alles klar. Noch kann ich jetzt nichts machen. Wir haben gespeichert. Ich würde echt sagen, ja, wir machen eine kleine Pause. Und vielleicht noch eine Runde Altes. Ich muss erstmal auf Klo. Ja, gucken wir mal. Hasi, glaube ich, auch. Wird langsam den Kopf hängen. Ja. So, warte kurz. Gespeichert haben wir gerade.